Hier ist Green und das sind unsere Themen. Grün, Green Lantern lernt das Leuchten. Schnell, Cars 2 goes Bond. Die Top 7 der coolsten Filmautos. Und Interview: John Lasseter macht Batzmann platt. Es ist Blockbuster-Zeit und das liegt nicht nur an den Trailern von Spider-Man und Sherlock Holmes, die in der letzten Woche für viel Diskussionsstoff unter Filmfreunden sorgten, sondern auch an der Comic-Con in San Diego, die wieder viele Ankündigungen machte, aber auch Grund für Spekulationen bot. Wie sehen die Kostüme der Avengers im Avengers-Film aus? Gibt es einen vierten Teil von Jurassic Park, der tatsächlich noch in die Kinos kommt? Und gibt es ein Prequel oder ein Sequel zu Star Wars nur mit Boba Fett in der Hauptrolle? Das klingt nach viel Vorfreudefutter für alle Popcorn-Fans, die auch in dieser Woche schon ganz gut bedient werden, denn noch bevor die Hobbits die Kinos stürmen, kommt ein weiterer Held auf uns zu, der uns davon überzeugen will, dass es wirklich cool sein kann, einen Ring zu tragen. Sein Name ist Green Lantern. Es ist nicht unbedingt der pflegeleichteste Charakter, den Ryan Reynolds im ersten großen Kinoabenteuer von Green Lantern spielt. Hal Jordan ist arrogant, leichtfertig und insgeheim immer noch vom Tod seines Vaters traumatisiert. Als tollkühner Testpilot schlägt er dabei schon mal jede Vorsicht in den Wind und läuft vor Verantwortung gerne mal weg. Eigentlich hat er schon genug Probleme, als obendrein auch noch ein Alien in seiner Nachbarschaft crasht und ihm sterbend offenbart, dass der Ring der Green Lanterns ihn ausgewählt habe, sein Nachfolger zu werden. Ehe Hal sich versieht, trägt er auch schon einen grünen Glitzerstrampler und ist Mitglied einer intergalaktischen Polizeitruppe, um die Welt vor allem Bösen zu schützen. Green Lantern oder Grüne Leuchte, wie er früher hierzulande genannt wurde, hat mit Martin Campbell einen erfahrenen Bond-Regisseur und mit Ryan Reynolds einen sympathischen Star zu bieten, fiel bei Kritik und Publikum dennoch ziemlich durch. Der Film ist ein heilloses Durcheinander von zu vielen nicht ausgearbeiteten Handlungssträngen, schrillen, aber nicht umwerfenden Spezialeffekten in 3D und Charakteren, deren Schicksal den Zuschauer einfach nicht berührt. Schreibt Gregor Vossilus vom Bayerischen Rundfunk. Ähnlich sehen es die Movie-Pilot-User, die den Film schon vorab sehen konnten. Ein Großteil des Films besteht aus Computereffekten, welche zumeist erbärmlich ausfallen. Die Dialoge sind schrecklich, die Charaktere so schlecht geschrieben, dass jeder Schauspieler zwangsläufig schlecht aussieht. Selbst der sonst ganz sympathische Ryan Reynolds schaut hier dumpf aus der CGI-Wäsche. Nicht selten wollte ich unter den Kinosessel krabbeln, so sehr habe ich mich für den Schwachsinn geschämt, den die Hampelmänner hier verzapfen. Resümiert Movie-Pilot-User Marty Di Bergi. Das reicht leider bei Community wie Kritikern im Schnitt nur für magere 4,5 Punkte. Ja, wohl kein Ring, sie alle zu binden, auch wenn wir es noch nicht ganz so schwarz sind wie einige Spötter im Internet, die den Helden prompt in grüne Latrine umgetauft haben. Und auch unser nächster Start der Woche blieb von Spott nicht verschont. Die Seite College Humor hat sich den Vorspann der Firma Pixar vorgenommen und zeigt, was mit der Lampe passiert ist, nachdem sie so ganz brutal das arme kleine I dahin massakriert hat. Aua, ja, ganz so düster ist Pixar dann zum Glück doch nicht geworden, auch wenn es in Cars 2 deutlich actionreicher und ein bisschen erwachsener zugeht als in seinem Vorgänger. Mac Missile, übernehmen Sie. Vorbei sind die beschaulichen Zeiten in Radiator Springs. In der Fortsetzung von Cars geht es in einem Rennen rund um die Welt, bei dem der treuherzige Abschleppwagen Hook prompt in einen Spionagefall hineinrollt und vom britischen Geheimagenten Finn McMissile für einen US-Spion gehalten wird. Nach dem Mega-Erfolg von Toy Story 3 waren die Kritiken bei Cars 2 erstmals gemischt. Neben positiven Kommentaren, die die rasante Action, die vielen Bond-Zitate und die beeindruckenden Landschaften lobten, gab es auch kritische Stimmen wie A.O. Scott von der New York Times. Cars 2 ist natürlich produziert worden, um Merchandise abzusetzen, doch es fehlt dem Film deutlich an Gefühl und Finesse. Der österreichische Filmring sieht es positiver. Cars 2 ist ein sehr sehenswerter Animationsfilm, der Spaß macht. Mit viel Liebe zum Detail und einer beachtlichen optischen Pracht wird der Film Animationsfans sicher zufriedenstellen, auch wenn man von Pixar wohl mehr erwartet hätte. Und auch Peter Travers vom Rolling Stone Magazine konnte sich für die Autos begeistern. Diese Fortsetzung ist eine Explosion von Action und Spaß mit glühenden Reifen und einem großen Herzen unter der Motorhaube. Der Regisseur des ersten Teils, John Lasseter, sitzt bei Cars 2 wieder hinterm Steuer und man kann seine Liebe zu Automobilen in jeder Szene spüren. Das reicht im Schnitt für 6 Punkte von den Kritikern. John Lasseters Liebe zu Autos wollte ich auch auf die Probe stellen, als ich Pixar im April dieses Jahres besucht habe, um mich auf meine Rolle in Cars 3 vorzubereiten, nachdem es in Teil 2 ja schon zu einem kleinen Synchronpart gereicht hat. Im Gespräch habe ich John Lasseter gefragt, als welche Art von Auto er mich denn so sieht. I see myself as suave, cool, like... No. Do you have a family? No. Okay, so you wouldn't be a minivan or a station wagon. No, okay, so do you like building things? No.
No, all right. So you wouldn't be a kind of a truck or a van. But I have the good looks of a movie star, don't you think? No, you don't. You know, I know. I think you would be a dump truck for road working. Don't you think that would be great? That would be, I think, really, when you look at you and stuff. And a dump truck. Yeah. Or you know what? Maybe one of those things. No, the dump truck's not right. It's like the steamrollers that roll and flatten all that thing. Because I think that kind of makes that makes a lot of sense. And they're slow and they're heavy and they love hot days with the hot asphalt and the smell of the hot asphalt, stuff like that. Don't you think that would be awesome? That would be great. That'd be great. So you see me more as a steamroller kind of guy. Eine Dampfwalze also. Ja, manchmal sollte man vielleicht einfach nicht fragen. Und dabei brauchen Filmautos doch gerade einen unverwechselbaren Charakter, Power, Stärke und zeitlose Eleganz. Genau wie die Kandidaten für unsere Top 7 der coolsten Filmkarossen. Der Ford, den die Men in Black im ersten Teil der Serie fahren, sieht unscheinbar aus, hat es aber in sich. Wie viele Autos gibt es wohl, die, wenn ein roter Knopf gedrückt wird, abgehen wie ein Panther auf LSD und kopfüber durch den Tunnel heizen können? Die Men in Black haben dank ihm genug Power für unseren Platz Nummer 7. Schon seit den 60er Jahren ist das Batmobil feuchter Traum aller kleinen Jungs mit Fledermausfetisch. Ob im stylischen Retro-Look oder in edler Eleganz der Burton-Filme, das Batmobil ist unser Platz Nummer 6. Und wir tun einfach so, als hätten wir den hässlichen Metallklumpen in Nolans Batman nie gesehen. In den Cartoons, ein schlichter Käfer, verpasste Michael Bay Bumblebee die Testosteronkur und sexte ihn auf zum Chevrolet Camaro. Kein Wunder, dass Sam Witwicky ihn für seine autoerotischen Abenteuer auswählt und sich regelmäßig Eifersuchtsdramen mit ihm liefert. Bumblebee ist unser Platz Nummer 5. Doch natürlich darf der Käfer nicht fehlen, denn auch wenn Bumblebee aufgemotzt wurde, bewiesen gleich zwei Filmreihen, dass die Knuddelkugel aus Deutschland verdammt cool ist. Disneys Herbie läuft seit Jahrzehnten auf vollen Touren und in Deutschland erlebte Jimmy Bondi abgefahrene Autoabenteuer für unseren Platz Nummer 4. Dudu macht das schon. Die coolsten Cars hatte natürlich schon immer der echte James Bond. Doch ob Mercedes oder Lotus Esprit, keiner war schneidiger als der Aston Martin, der in Goldfinger erstmals seine Gadgets präsentierte. Geschüttelt oder gerührt, ganz egal, Hauptsache Bond. James Bond auf Platz Nummer 3. Sein Fahrer trug Mini-Pli und sagte zu seinem Handgelenk immer, hey Kumpel, ich brauch dich. Und im Grunde ist Kit auch mehr Serienstar als Filmheld. Doch so cool wie der Pontiac Trans Am war kaum eine andere Kiste. Schwarz, schnell und elegant. Und wenn's ernst wurde, schaltete die quasselnde Karre in den Trivial Pursuit Mode. Knight Riders Kit ist unser Platz Nummer 2. Die Antwort, warum dieser Film unser Sieger ist, gibt der Film selbst, denn wenn schon in die Zukunft reisen, dann doch mit Stil. Doc Browns DeLorean aus Zurück in die Zukunft heizt mit 1,21 Gigawatt durch die Jahrzehnte und sieht dabei immer verdammt gut aus. Great Scott, was für ein verdienter Platz Nummer 1 und denkt dran, Straßen, wo wir hinfahren, brauchen wir keine Straßen. Abgefahren! Ja, und was euch diese Woche für Alternativen bleiben, wenn ihr weder auf Autos noch auf Superhelden steht, das verraten wir euch jetzt in den Starts der Woche. Nichts zu verzollen. Was dem Deutschen die Holländer, sind den Belgiern die Franzosen. So richtig kann man nicht miteinander. Die Macher der Erfolgskomödie Willkommen bei den Sties werfen einen komödiantischen Blick auf die Querelen an einem belgischen Grenzposten, dessen frankophobe Besatzung sich plötzlich mit französischen Kollegen arrangieren soll. Die Kritik lobt das ironische Spiel mit Vorurteilen und verteilt im Schnitt 7 Punkte. Harte, dialoglastige Thriller-Kost bietet Geständnisse, in denen eine Lehrerin sich auf perfide Weise für den Tod ihrer vierjährigen Tochter an den Schülern rächt, die sie für die Schuldigen hält. Die Kritik findet das Ganze spannend und vergibt im Schnitt knappe 7 Punkte. Spannend wird es auch in der kommenden Woche, dann kämpfen kleine Wichte gegen böse, große, übermächtige Gegner im Science-Fiction-Film Super 8. Ach ja, und die Schlümpfe starten ebenfalls. Doch bevor es zu den kleinen blauen Männern geht, geht's erstmal zu den roten, schnellen Flitzern. Letzte Woche hatte ich euch gefragt, was ihr von Cars 2 haltet, ob ihr euch drauf freut und was überhaupt euer liebster Pixar-Film ist. Und was ihr uns dazu geantwortet habt, das schauen wir uns jetzt mal an im YouTube-Feedback. Curly Clara sagt, mein Lieblingsfilm von Pixar ist The Incredibles, weil die Familie im Film meiner eigenen Familie erschreckend ähnlich ist. Martina Melanie O. meint, ich mag vor allem Pixars Kurzfilme wie For the Birds, Partly Cloudy und Life, aber auch Gary's Game, wortlos und doch so genial, dass sich daraus diverse Live-Adaptionen entwickelt haben.
Music Lyric ist von Cars 2 noch nicht überzeugt. Ich freue mich nicht so richtig auf Cars 2, weil es einfach was ganz anderes ist als im ersten Teil. Mein absoluter Lieblingsfilm von Pixar ist Findet Nemo. Überzeugen lassen hat sich dagegen Neutara Prochonda. Die Vorfreude besteht schon auf Cars 2 von Cars 1, war ich zunächst nach Trailern etc. überhaupt nicht angetan, nach überredetem Anschauen jedoch umso mehr. Ich lasse mich also mal überraschen, was sich in Cars 2 noch finden lässt. Die besten Pixar-Filme sind meiner Meinung nach Wall-E als auch Die Unglaublichen, da hier die Story und einfach die Umsetzung stimmt. Es ist lustig, spannend und macht einfach Spaß. Nächste Woche startet ja wie gesagt Super 8, der von vielen mit den klassischen Abenteuer- und Sci-Fi-Filmen der 80er Jahre verglichen wird. Dabei will ich von euch wissen, kennt ihr diese ganzen 80er Jahre Filme überhaupt noch? Interessieren die euch? Mögt ihr sie? Denn wisst ihr überhaupt, wer sind die Goonies? Wer war E.T.? Was haben die Explorers alles gemacht? Das will ich von euch wissen und zwar hier unten in den Kommentaren. Kennt ihr die 80er Jahre Abenteuer- und Sci-Fi-Filme? Und wenn ja, welches ist euer Lieblingsfilm? Das will ich von euch wissen. Das war's mit Screen in dieser Woche und bis dahin. Bis zur nächsten wünsche ich euch wie immer viel Spaß im Dunkeln. Genau.